dat is dit doch het Freitagsvideo. Und es tut mir immer noch leid. Aber das halt einfach nicht anders. Und es ist eigentlich so, dass dieser Kanal mein Leben diegen soll. Und ich finde es nicht schlecht, wenn ich euch auch mal zeige, wie die andere Seite ist. Die nicht so einfache. Die, wo ich versuche, für euch etwas zu machen, wo ich versuche, so gut ich kann Themen zu finden. Aber um ehrlich zu sein, kommt aus meinem Kopf nicht wirklich viel raus. Und wo ich eigentlich im Grunde nichts anderes will, als so schnell wie möglich mich wieder unter meine Decke drunter zu tuddeln und am besten erst wieder übermorgen aufzustehen. Und das wird noch viel essen. Viel, viel essen. Ich meine, ich esse wirklich viel. Ja, gut. Das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Aber ich dachte, ich teile das einfach auch noch. Und ja, wenn ich eh dann noch Videos brauche, die mir ein bisschen, naja, Spielraum taten, dann kann der nicht daten, wenn ich euch einfach die unschöne Wahrheit aussage. Aber laut den Deiter. Und ja, die kosten etwas, nämlich immer meine Motorik und mein Trachtzentrum. Und dann braucht man, dann, wenn man gerade die Motorik und Trachtzentrum zurück hat, bin ich immer so dumm wie ein Stück Brot. Um ehrlich zu sein. Dann funktioniert mein Kopf einfach noch nicht. Und ja. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis der dann wieder richtig in Gange kommt. Und deswegen dachte ich einfach für mich so, ich will lieber noch ein bisschen was machen, solange der Topf funktioniert und solange ich die Chance habe, wo ich wenigstens noch halbwegs sinnvolles aneinandergereihte Sätze zu sagen, anstelle zu sagen, nö, ich erzähle euch gar nichts, ich bin einfach 2 Wochen total weg und nicht kommt. Oder noch immer Tom Videos, wo ich dann mehr oder weniger eigentlich auch gleich dauernd vor der Kamera sitzen könnte, weil das vom Inhalt her das gleiche ist. Naja, das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Ihr könnt mir dann gerne in die Kommentare schreiben oder auf Twitter oder Facebook oder auf eine E-Mail an die Deltung, wie ich mein Auto tun kann. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss!